Labors der Gentechnik spielt sich weitgehend unbeachtet eine biologische Revolution ab. Pflanzen und Tieren werden artfremde, zum Teil sogar menschliche Erbanlagen eingepflanzt, um sie industriell zu nutzen. Die Gentechniker schwärmen von einer Schlüsseltechnologie der Zukunft. Von den Gefahren wollen sie nichts wissen. Egmont R. Koch und Irene Meixner haben mehrere Monate hinter die Kulissen der deutschen Genforschung geschaut. Ihr Fazit: Es gibt ein regelrechtes Interessenkartell, das noch in diesem Frühjahr im Bundestag neue Fakten schaffen und laschere Gesetze für die Gentechnik durchsetzen will. Mäusemelken im Biolabor. Genforscher haben dem Nager eine menschliche Erbanlage eingepflanzt, damit sein Körper, wie eine kleine Fabrik, in der Milch bestimmte Medikamente produziert. GVO, genetisch veränderte Organismen, nennen die Biotechniker solche Versuchstiere. Neues Leben, nach Gutdünken konstruiert. In den Laboratorien der Genforscher wird mit dem Leben experimentiert. Achtung, Biogefährdung. Genarbeitsbereich steht an Türen, hinter denen Wissenschaftler Erbanlagen in der Retorte produzieren, um sie nach Belieben in fremde Zellen einzuschleusen. In atemberaubendem Tempo haben sie gelernt, Pflanzen und Tiere nach Maß zu schneidern. Sind sich die neuen Herren der Schöpfung der Verantwortung bewusst, die sie mit ihren Experimenten übernehmen? Denken sie darüber nach, ob sie tun dürfen, was sie tun können. Wir haben drei deutsche Genforscher zu ihren Ansichten und Einschätzungen befragt und zu ihrem Selbstverständnis. Wir, das Parlament, setzen heute in einem wichtigen Bereich rechtsverbindliche Maßstäbe für einen verantwortlichen Umgang mit der Gentechnik. Vor nahezu leeren Bänken entschied der Deutsche Bundestag im März 1990 über ein Gentechnikgesetz. Nach 3 Jahren verlangen die Genforscher jetzt ein neues Gesetz, fordern massive Erleichterungen, fühlen sich durch die Vorschriften zu sehr gegängelt. Ich denke, man muss sehen, dass die Gentechnik jetzt ungefähr 20 Jahre alt ist, dass bisher kein Unfall bekannt geworden ist, der eindeutig auf gentechnische Verfahren zurückzuführen ist, dass von daher es gerechtfertigt ist, auch in der Bundesrepublik wie schon in einer Reihe von europäischen Nachbarstaaten als auch in den USA, die Regularien ohne einen Verlust an Sicherheit herunterzusetzen, zu deregulieren, dort, wo es der Erkenntnisstand nach bestem Wissen und Gewissen erlaubt. Lothar Wilmitzer, Jahrgang 1952, Professor für Genetik und Chef des Genzentrums in Berlin, steht für eine jüngere Wissenschaftlergeneration. Er betreibt sogenannte grüne Genforschung, Manipulationen am Erbgut von Pflanzen. Bei den meisten älteren Biotechnikern paart sich die Behauptung, Gentechnik sei sicher, mit völligem Unverständnis für das Unbehagen in der Öffentlichkeit. Wenn ich mit Studenten rede, sagen sie mir, sie können in der Öffentlichkeit schwer darüber sprechen, was sie machen, weil sie von ihren Freunden oder von den Freunden der Eltern sofort darauf angesprochen werden, wie kannst du Genforschung betreiben. Und wenn sich so etwas in einem Land wie in Deutschland als allgemeine Stimmung durchsetzt, dann bin ich ziemlich überzeugt, dann wird sich das auch auf die Berufsentscheidungen junger Menschen auswirken. Peter Stalinger, Jahrgang 1931, ist Professor für Genetik an der Universität Köln und Mitglied einer Friedensinitiative der Naturwissenschaftler. Der Pazifist als Aufwiegler? Droht denn wirklich ein Forschungsnotstand nur, weil die Öffentlichkeit kritisch ist? Wie Stalinger beschweren sich viele Genforscher, die staatliche Bürokratie greife zu sehr in ihre Labors ein. Denn in der Regel sei Gentechnik völlig harmlos, ja geradezu Kinderkram,
den man sogar in der Schule betreiben könne. Das Problem ist ja, dass Gentechnik die praktisch die gesamte Biologie durchdrungen hat. Das heißt, dass ein Privatdozent, ein Kollege an einem kleinen Institut praktisch nicht in der Lage ist, die Bürokratie auch in den allereinfachsten Fällen zu erfüllen. Und das ist ja unsere große Sorge, dass natürlich ein großes Forschungszentrum die ganzen Mitarbeiter bereitstellen kann, um diese bürokratischen Auflagen zu erfüllen. Aber wie ist das mit diesen vielen Lehrstühlen? Oder wie ist es gar beim Gymnasium? In anderen Ländern werden am Gymnasium in Leistungskursen einfache Versuche mit dieser Technik gemacht. Warum, was in Schweden geht, was in der Schweiz geht, in Österreich geht, warum nicht bei uns? Ernst Ludwig Winnacker, Jahrgang 1941, ist der wohl umtriebigste deutsche Genforscher. Er ist nicht nur Professor für Biochemie und Chef des Genzentrums in München, sondern auch einflussreicher Manager des Wissenschaftsbetriebs, Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Präsident der Gesellschaft für biologische Chemie, Berater des Bonner Forschungsministeriums und des bayerischen Ministerpräsidenten. Wilmitzer, Starlinger, Winnacker. Drei deutsche Gentechniker machen Front. Mit dem Argument, es gebe keine Risiken und angesichts dessen zu viel staatliche Willkür, versuchen sie öffentlich Druck für ein neues Gentechnikgesetz zu erzeugen, drohen mit schwerwiegenden Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft. Katastrophal, so Ernst Ludwig Winnacker, wären die Folgen für Deutschland, wenn die staatliche Kontrolle nicht sofort reduziert würde. Hinter der Anzeigenkampagne steckt die Initiative Pro Gentechnik der chemischen Industrie. Wissenschaftler, die doch immer Wert darauf legen, unabhängige Forschung zu betreiben, lassen sich vor den Karren der Industrie spannen. Die hat natürlich ein starkes Interesse daran, möglichst unreglementiert und unkontrolliert zu arbeiten. Da setzen die Kritiker an. Gentechnikforschung hat sich in den letzten 2 Jahren ganz erheblich ausgedehnt, so dass man da auch sagen kann, dass die Wissenschaft sich mehr oder weniger als Speerspitze der Industrie gebrauchen lässt. Und man schon fragen muss, wie das mit dem wissenschaftlichen Selbstverständnis freier Grundlagenforschung etc. Überhaupt in Einklang zu bringen ist, wenn da ja wirklich vollkommen gleichartige Argumentationen von beiden Seiten geführt werden. Bernhard Gill ist Politologe am Institut für Gesellschaft und Wissenschaft an der Universität Erlangen und Mitglied des Genethischen Netzwerkes, einen Zusammenschluss von Kritikern, die vor den Gefahren genetischer Manipulationen warnen. Northeim in Niedersachsen, Ende Januar 1993. Demonstrationen gegen einen Großversuch mit genmanipulierten Zuckerrüben und Kartoffeln. Zum 2. Mal in Deutschland sollen Pflanzen, in deren Erbgut eingegriffen wurde, aus den Labors und Gewächshäusern herausgeholt und im Freiland angepflanzt werden. Den Zuckerrüben haben die Forscher ein zusätzliches Gen eingepflanzt, um sie resistent gegen Krankheiten zu machen. Auf diesem Acker ist die Aussaat der erbmanipulierten Zuckerrüben geplant. Kritiker warnen vor einer unerwünschten Ausbreitung auf andere Pflanzen. Sie fürchten, der Freilandversuch könnte außer Kontrolle geraten, mit möglicherweise verheerenden ökologischen Langzeitfolgen. Vor jedem Freisetzungsversuch, wie hier in Northeim, muss eine öffentliche Anhörung durchgeführt werden. So schreibt es das Gentechnikgesetz vor. Kritische Wissenschaftler und betroffene Bürger sollen eine Chance haben, ihre Argumente der Genehmigungsbehörde, dem Bundesgesundheitsamt, vorzutragen. Die Genforscher empfinden es als Zumutung, ihre Experimente nicht nur staatlich sanktionieren, sondern zuvor auch noch öffentlich diskutieren lassen zu müssen. Auch Lothar Wilmitzer, unter dessen Leitung die genmanipulierten Kartoffeln hergestellt wurden, muss sich in Northeim der Kritik stellen. Wie berechtigt das Argument ist, genetische Experimente könnten außer Kontrolle geraten, zeigt das Beispiel des Kölner Max-Planck-Instituts für Züchtungsforschung.
Hier fand vor einigen Jahren der erste Freisetzungsversuch in Deutschland statt, mit genetisch manipulierten Petunien. Er endete mit einem Fiasko. Die verpflanzten Gene verhielten sich keineswegs so, wie es die beteiligten Genforscher vollmundig vorhergesagt hatten. Durch Genmanipulation sollten von tausenden roter Petunien einige weiß werden. Plötzlich waren fast alle weiß. In der Mehrheit der Subfelder war das Gen abgeschaltet worden und nur in einer geringeren Zahl war ein vorher abgeschaltetes Feld angeschaltet worden. Und das ist etwas, was wir also überhaupt nicht verstehen. Wie peinlich. Mit dem Eingeständnis strafte der verantwortliche Forscher alle Behauptungen Lügen, es gebe in der Gentechnik keine Unwägbarkeiten. Zum Glück war der Petunienversuch harmlos. Die Kölner Züchtungsforscher wollten ihr Experiment wiederholen. Inzwischen war allerdings das Gentechnikgesetz in Kraft, das heißt, sie mussten sich nunmehr einer öffentlichen Anhörung unterziehen. Damit wollten sich die Genforscher, Gesetz hin oder her, aber nicht abfinden. Ihre Empörung drang bis in die für die Genehmigung von Freilandversuchen zuständige Genkontrollkommission vor. Prompt wurde in diesem Gremium des Bundesgesundheitsamtes angeregt, die im Gesetz vorgeschriebene öffentliche Anhörung im Handstreich zu kippen. Laut Protokoll wurde die Forderung erhoben, einen Weg zu finden, die gesetzlich auferlegte Öffentlichkeitsbeteiligung bei Freisetzungen außer Kraft zu setzen. Der Aufwand, der gerade für die Freisetzung zu treiben war, der war nun wirklich der allerschlimmste, das allerschlimmste Beispiel dafür, dass das Ganze wirklich in einen GAU ausartet, wobei aber ein GAU nicht der größte anzunehmende Unfall, sondern hier wirklich der größte anzunehmende Unsinn ist. Stalinger hält die Auseinandersetzung mit Kritikern also für unsinnig. Sein Kollege Ernst Ludwig Winnacker setzt noch eins drauf. Das Verfahren wurde zu klassenkämpferischen Aktionen organisierter Bedenkenträger zweckentfremdet, die jeder Art von Demokratie hohn sprachen. Dazu kommt, dass in Deutschland, wenn ich es etwa mit Frankreich oder England vergleiche, immer eine gewisse irrationale Haltung der Technik gegenüber vorhanden gewesen ist, stärker als in anderen Ländern. Und als drittes kommt dazu, alles was mit Genen zu tun hat, früher sagte man mit dem Blut, mit der Rasse, mit solchen Dingen, das hat so einen gewissen mythischen Beigeschmack und der lässt sich von Leuten ausnutzen, die manche vielleicht auch ein trübes Süppchen kochen wollen. Wie Stalinger beklagen viele Genforscher, dass sie nicht die Öffentlichkeit haben, die sie verdienen. Als ließe sich Akzeptanz durch Konfrontation herstellen. Im Berliner Genzentrum, wo in Einweggläsern die genmanipulierten Kartoffelpflanzen aufwachsen, äußert sich Lothar Wilmitzer immerhin differenzierter zur Rolle von Kritikern. Also ich kann dazu nur unseren Standpunkt darlegen. Wir sind der Meinung, dass, und wir versuchen das auch so zu praktizieren, dass wir eine Akzeptanz in der Öffentlichkeit nur durch Offenheit und durch Gesprächsbereitschaft herstellen können. Darum bemühen wir uns, das herzustellen, gerade eben auch und auch besonders mit unseren Kritikern. Wir können, wie gesagt, ich kann das nur für unseren Bereich beantworten. Wir bemühen uns sehr stark darum, weil es unsere Grundüberzeugung ist, dass wir A, nur so Akzeptanz erreichen können, dass wir aber B, natürlich auch von unseren Kritikern lernen können und auf Sachen hingewiesen werden, die wir vielleicht übersehen. Ich glaube, jeder von uns hat nur ein beschränktes Wissen. Also von daher ist ein solcher Dialog sinnvoll. Im Oktober 1986 legten Terroristen von der Roten Zora eine Bombe vor das frisch eingeweihte Institut, die aber rechtzeitig entschärft werden konnte. Die Berliner Genforscher weigerten sich damals, das Haus unter Polizeischutz stellen zu lassen oder hinter Stacheldraht zu verstecken. Sie wollten dem Eindruck vorbeugen, es würde dort eine Geheimwissenschaft betrieben. Über die geplanten Freilandversuche mit den Kartoffeln ließ Lothar Wilmitzer zunächst intern abstimmen. Zwei Drittel seiner Kollegen und Mitarbeiter waren für das Experiment in freier Wildbahn, ein Drittel aus unterschiedlichen Motiven dagegen. Das lässt ein Stück demokratischer Kultur erkennen, selbst wenn Wilmitzer mit einer Zustimmung rechnen durfte. Aber auch das Berliner Genzentrum ist nicht frei von Widersprüchen.
Das Institut ist eine gemeinsame Einrichtung des Landes und der Industrie. Forschungen müssen sich also irgendwann rentieren. Die genmanipulierten Kartoffeln, die zurzeit noch im Institutsgewächshaus stehen, sollen möglicherweise einmal als Rohstofflieferanten für die Papier- und Textilindustrie eingesetzt werden. Damit sich der Anbau lohnt, wurde auch mit einer Erbanlage experimentiert, die das Wachstum der Knollen steigert. Doch auch bei den dicken Kartoffeln könne es, wenn sie ins Freiland ausgesetzt werden, wie bei den Petunien zu unliebsamen Überraschungen kommen, warnen die Kritiker. Die Wissenschaft hat sich da, glaube ich, ein Stück weit auf diese Glaubensposition eingelassen. Das ist ja eigentlich sehr paradox, das sollte man ja von Wissenschaftlern nicht annehmen. Aber sie haben die Sicherheitsthesen eben aufgestellt und halten da sehr dogmatisch daran fest. Und das muss nicht immer nur mit wirtschaftlichen Interessen zusammenhängen. Das sind auch einfach Mechanismen innerhalb der Wissenschaft selber. Jemand, der seine Position bestimmten Aussagen verdankt, ist eigentlich kaum in der Lage, diese Position zu revidieren. Der Münchner Genforscher Ernst Ludwig Winnecker hat das Dogma auf den Punkt gebracht. Die Gentechnologie ist beherrschbar, auch wenn viele Kritiker anderer Meinung sind. In der Grundlagenforschung passiert nichts, was wir nicht verstehen oder nicht im Auge behalten. Das liegt ein Stück weit sicherlich auch in der Tradition von Standesdünkel, von deutschen Professoren, dass sie meinen, dass nur sie kompetent seien und deshalb das ausschließen wollen. Es kann auch ein psychologisches Motiv geben. Es ist wirklich erstaunlich, wie Sicherheitsforschung, die dann tatsächlich gemacht wird, haufenweise Unsicherheiten zutage fördert. Und das kann ja den Gentechnikern nicht ganz verborgen bleiben. Ich glaube, dass ein Stück weit dahinter einfach das Motiv steckt, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Also dass die selbst höchst unsicher sind. Sie merken ja auch, dass ihre Versuche immer wieder fehlschlagen, dass immer wieder ihre wissenschaftlichen Prognosen, ihre technischen Prognosen und auch ihre ökonomischen Prognosen in der Vergangenheit fehlgeschlagen sind. Die chemische Industrie versucht, Nutzpflanzen wie Mais durch gezielte Erbmanipulationen unempfindlich gegen bestimmte Unkrautvernichtungsmittel zu machen. Die schöne neue Welt, die Genforscher in ihren Gewächshäusern vorbereiten, soll angeblich umweltfreundlicher sein. Aber wird die Resistenz von Mais oder Raps nicht in Wahrheit zur Folge haben, dass noch mehr chemische Mittel gespritzt werden, weil es Mais oder Raps ja nicht schadet? Und wenn sich diese maßgeschneiderte Unempfindlichkeit unkontrolliert verbreitet, genetisch manipulierte Pflanzen lassen sich nicht wie Neuwagen in die Werkstätten zurückrufen, wenn im Nachhinein ein Schaden festgestellt wird. Die Genforscher wecken die Hoffnung, den Hunger in der dritten Welt besiegen zu können. Wer genau hinschaut, kann bislang nur einen industriellen Nutzen erkennen. Mehr Chemie, bessere Erträge, höhere Umsätze. Die Gentechnik erschließt Milliardenmärkte. Das wissen die Genforscher genau. Sie fassen die ökonomischen Zukunftsperspektiven fest ins Auge. Und es geht beileibe nicht nur um grüne Pflanzenversuche. In Deutschlands Genlabors wird auch rote Genforschung betrieben. Experimente am Erbgut von Tieren Die Technik ist nicht Science-Fiction, sondern fast Routine. Eine menschliche Erbanlage wird unter dem Spezialmikroskop mit einer feinen Glasnadel in die befruchtete Eizelle eines Tieres geschleust. Transgene Tiere werden die Ergebnisse solcher Experimente genannt. Bei Mäusen klappt das inzwischen relativ gut, bei größeren Säugetieren schon seltener. Diese Schafe gehören der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft. Zwei von ihnen tragen in ihren Zellen ein Humangen, das im menschlichen Körper für die Produktion des Blutgerinnungseiweißes Faktor 8 verantwortlich ist. Muttertiere sollen das teure Medikament einmal in großen Mengen mit der Milch ausscheiden. Bislang
gelang die Genübertragung aber nur bei 2 Böcken. Transgene Schafe, die wie lebende Pharmafabriken Faktor 8 produzieren, wären ein Millionenkapital. Letzten Endes gehört dieses Schaf nicht mir persönlich, sondern es gehört dem Institut und damit der Bundesforschungsanstalt. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich bisher mich nicht damit befasst habe, wie diese sehr wahrscheinlich sehr diffizile rechtliche Situation denn zu klären ist, weil ich mich primär als Wissenschaftler fühle und nicht als Frage, wie kann ich das kommerziell verwerten. Das wäre eine Frage, die sicherlich erst hinterher kommen würde. Wenn niemands Mäuse gemolken werden, lässt sich der kostbare Stoff in der Milch nachweisen. Gelänge der Eingriff am Erbgut einer Kuh, könnte ein einziges Tier den deutschen Faktor 8 Bedarf decken. Aber sind deshalb lebende Pharmafabriken ethisch vertretbar? Genforscher antworten meist mit dem fast schon primitiven Argument, Gentechnik sei nichts anderes als Züchtung mit modernen Methoden. Das ist ein Tier, was hier für einen Produktionsprozess ausgenutzt wird, ein bisschen anders, aber nicht völlig anders, als wenn Sie zum Beispiel eine Kuh züchten, die so viel Milch gibt, wie unsere Hochleistungskühe geben, was ja für die Fortpflanzung von Kühen gänzlich überflüssig wäre. Also wir haben als Menschen uns daran gewöhnt, Tiere und Pflanzen durch Züchtung und neuerdings auch durch Verwendung gentechnischer Methode so zu ändern, dass sie für unsere Zwecke gut brauchbar sind. Ich glaube, das muss man sagen, wenn einer ein ethisches Bedenken da hat, dann muss er aufhören, solche Tiere zu verspeisen, aber ich fürchte, er müsste dann noch aufhören, die Pflanzen zu verspeisen, die er üblicherweise verspeist. Aber so ist unsere ganze Kultur beschaffen, seit die Landwirtschaft erfunden wurde vor 10.000 Jahren. Bei solchen Tierversuchen werden Dinge getan, die in der Natur nie vorkommen. Lothar Wilmitzer hat dagegen keine Bedenken. Aus ethischen Gründen habe ich keine grundsätzlichen Probleme mit transgenen Tieren. Experimentiert wird nicht nur mit lebenden Pharmafabriken. Diese Riesenschweine wurden vor einigen Jahren in den USA produziert, indem man ihren Eizellen ein menschliches Wachstumsgen einpflanzte. Für eine größere Fleischausbeute in der Viehzucht von morgen. Die Bilder dokumentieren die Qualen der Versuchstiere, die sich aufgrund ihres enormen Gewichts kaum bewegen konnten. Aber nicht nur in den Vereinigten Staaten, auch im Münchner Genzentrum von Ernst Ludwig Winnacker wurden solche Genmanipulationen durchgeführt. Ich bin auch heute noch der Meinung, dass es wichtig war und ist, dass in der Bundesrepublik auf diesem Gebiet gearbeitet wird. Wir waren damals nur an der Forschung interessiert. Diese Wachstumshormonschweine, die sind damals gemacht worden, die auch längst wieder weg, die sind nie patentiert worden, nie irgendwas mitgemacht worden. Daran hat man damals geübt, um diese Technik, die in Amerika schon längst aufgegriffen war, auch hier einzuführen. Mehr war das damals gar nicht. Es war ja alles ein Nachmachen. Das war keine moderne Forschung. Man hat also mit genmanipulierten Wachstumsschweinen geübt, hier im Münchner Genzentrum, das in den Räumlichkeiten des Max-Planck-Instituts für Biochemie untergebracht ist. Unterstützt übrigens mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Bonner Forschungsministeriums. Moralische Skrupel gab es offenbar nicht. Danach haben sich die Genforscher mit Schweinekrankheiten befasst, darunter dem sogenannten Schweinestress, dem plötzlichen Tod vieler Tiere auf dem Weg zum Schlachthof. Solche Erkrankungen stellen in der Fleischproduktion, so heißt es in einem Bericht des Genzentrums, einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor dar. Deshalb beklagen Winnacker und seine Kollegen in ihrem Rechenschaftsbericht besonders, dass die wertvollen transgenen Tiere getötet werden mussten. Leider machte es das Fehlen gesetzlicher Voraussetzungen notwendig, einen großen Anteil des Bestandes an Tieren zu vernichten. Die Stimmungslage in den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist ganz anders, aber das hilft mir ja nichts hier in Deutschland. Wir sitzen nun mal hier in dem Land und müssen mit den Gegebenheiten leben und zurechtkommen, wie wir sie hier vorfinden. Und es gibt so viele interessante Gebiete, auf denen man sich betätigen kann, da muss ich mich nicht ausgerechnet auf eine stürzen, wo ich von vornherein mittlerweile erkennen kann, dass es keine Entwicklungspotenz gibt. Zumindest derzeit nicht. Warum soll ich denn auf Gedeih Verderb versuchen, transgene Schweine zu machen, die krankheitsresistent sind, wenn sich hier noch
wie sich das jetzt abzeichnet, keiner haben will. Der Tiergenetiker und Winnaker-Mitarbeiter Gottfried Brehm ist Professor an der Tierärztlichen Fakultät der Universität München. Aus Verdruss über die öffentliche Kritik hat er die Herstellung transgener Tiere angeblich eingestellt. Doch irgendwo soll es noch genmanipulierte Kaninchen geben, die Brehm produziert hat, in Zusammenarbeit mit der chemischen Industrie. Es heißt, die Kaninchen würden als lebende Pharmafabriken gehalten, für Medikamente, die in der Veterinärmedizin verwendet werden sollen, nicht in der Humanmedizin. Handelt es sich um ein geheimes Projekt? Wir haben, so wie es in dem Bericht steht, von diesen Experimenten keine transgenen Tiere mehr. Die sind alle entsorgt worden. Ja, und wo sind die Kaninchen? Welche Kaninchen? Die jetzt noch zusammen mit dem Konsortium bearbeitet werden. Die sind, zum Teil oder zum überwiegenden Teil stehen die in Ungarn, weil diese Experimente in Ungarn gelaufen sind. Genmanipulierte Kaninchen in Ungarn, obwohl Brehm die Versuche in München durchführt, zusammen mit der Wacker Chemie, einer Tochterfirma von Höchst. Das Unternehmen setzt jedenfalls große Erwartungen in die Methode. Nun, wir haben hier das Produkt, das Medikament noch in der ungereinigten Form, das ist Milch von so einem transgenen Kaninchen. Wir bemühen uns, in unserem Fall transgene Kaninchen, ganz allgemein transgene Tiere zu benutzen, um bestimmte Medikamente herzustellen, bestimmte Eiweißstoffe, die als Medikamente verwendet werden können. Wir haben da eine Zusammenarbeit mit Herrn Professor Brehm. Er macht die gesamte Tierseite, er stellt diese transgenen Tiere her, er spritzt das genetische Material, das zu der Herstellung dieser Medikamente führt, in die Eizelle von Kaninchen ein. Und aus diesen Eizellen steht dann das transgene Kaninchen, das wir als Produktionseinheit für unser Medikament hernehmen. Warum die Geheimniskrämerei von Seiten Brehms? Ist er am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt? Die Wacker Forschungsabteilung Konsortium hat seine Methode zum Patent angemeldet. Brehm und einer seiner Kollegen werden als Erfinder genannt. Ein Patent bedeutet ein wirtschaftliches Monopol. Der Tiergenetiker im Sold des Freistaats Bayern darf sich also, wenn alles klappt und Wacker das Patent bekommt, von seinen Genmanipulationen einen erklecklichen Gewinn versprechen. Ein Patent für ein Kaninchen als Pharmafabrik, für eine biologische Erfindung? Ernst Ludwig Winnaker hält Genmanipulationen bei Tieren für patentwürdige geistige Leistungen. Die erfinderische Leistung ist dann, dass das ja von selber nicht geht. Sie müssen ja dann auf irgendeine Art und Weise in diesem Tier das so konstruieren, dass dieses von Ihnen gewünschte Protein da auch gemacht wird. Das ist eine beachtliche erfinderische Leistung, das hinzubringen im Einzelfall. Inzwischen, um das mit der Milch und den Kühen ist wohl inzwischen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich bei Kühen geht, muss ich Ihnen jetzt, ich bin gar nicht sicher, es geht wohl bei Mäusen und bei Kaninchen, aber in den Kühen bin ich jetzt gar nicht, ist zu weit, kann ich Ihnen im Moment nicht beantworten. Ende 1992, Demonstrationen vor dem Europäischen Patentamt in München. Es geht um das erste Patent auf ein Tier, eine Maus, der amerikanische Forscher ein Krebsgen eingepflanzt haben. Dutzende von Initiativen erheben Einspruch gegen die Entscheidung des Patentamts. Selbst die angerückte Staatsmacht scheint Verständnis zu zeigen für die Argumente der Demonstranten. Dass Dämme brechen, wenn genmanipulierte Lebewesen als Erfindungen anerkannt würden. Drinnen in den Räumen des Europäischen Patentamtes findet zur selben Zeit eine Veranstaltung zu diesem Thema statt. Bei einem Glas Sekt ziehen Biologen, Patentanwälte und Industriemanager ihr Fazit. Die Patentierung von Tieren mag zwar juristisch höchst heikel sein, sie fördert aber die Goldgräberstimmung unter den Genforschern. Und das ist gut für die Wirtschaft. Weit über 100 Patentanmeldungen auf Tiere liegen der Behörde inzwischen vor. Genmanipulierte Pflanzen und sogar menschliche Erbanlagen wurden bereits zu Hunderten patentiert. Wer seine biologischen Erfindungen zum Patent anmeldet,
will sich ein wirtschaftliches Monopol sichern. Bei dieser Genmanipulation spielt die Natur im Grunde ja keine Rolle mehr. Denn diese artüberschreitenden Gentransfers, die ja stattfinden, von Pflanzen in Tieren, von Menschen in die Tiere und kreuz und quer durcheinander, sind ja alles Entwicklungen, die in der Natur nie vorkommen, nie vorgekommen sind und nie vorkommen würden. Und in dem Moment, wo man das Monopol hat, an zum Beispiel einer Kuh, die doppelt so viel, also ganz simpel gesagt, die gibt einfach doppelt so viel Milch. Nennen wir sie jetzt, ich will sie jetzt nicht Esso-Kuh nennen, aber nennen wir sie mal irgendwie mit so, ne, so eine Spezialkuh. An dieser Kuh kommt doch dann ein normaler Landwirt nicht mehr vorbei. Der kann seine eigenen Kühe ins Museum stellen. Und so geht das mit dem Fleisch, so geht es bei den Schweinen, so geht es bei den Hühnern und so weiter. Und der Witz dabei ist eben, dass man an einer natürlichen Kuh, Sorte, Rasse, Art, wie immer das man nennt, kein Monopol kriegt. Aber sobald die irgendein fremdes Gen drin hat, kann man ein Monopol kriegen. Dann gehört die nur der einen einzigen Firma. Ernst Ludwig Winnacker vom Münchner Genzentrum hat gegen diese Entwicklung nichts einzuwenden. Er sagt, ein Monopol gibt es überall. Das ist unser Wirtschaftssystem. Da habe ich keine Bedenken. Weil man das Huhn zu höherem Wachstum anregt, solange es nicht leidet, habe ich keine Bedenken. Und dass die Unternehmer, die das tun, dabei verdienen, dabei habe ich auch keine Bedenken. Denn wenn ich meine Arbeit tue, die mir Freude macht, hoffe ich auch am ersten mein Gehalt zu bekommen. Und man könnte sagen, ich arbeite hier nur für den Profit. Wir leben alle von unseren Gehältern. Das Europäische Patentamt hat mit dem Patent auf ein genmanipuliertes Tier, die Krebsmaus, Rechtstatsachen geschaffen. Damit wird nicht nur die belebte Natur mit Luftpumpen, Bügelmaschinen und Reißverschlüssen auf eine Stufe gestellt, sondern auch der ungezügelten Kommerzialisierung einer Grundlagenforschung der Weg bereitet. Einer Forschung, die in ihren Auswirkungen noch gar nicht endgültig überschaubar ist. In Zukunft dürfte für viele Genforscher weniger wissenschaftliche Neugier das treibende Motiv sein, als vielmehr die Chance, biologische Erfindungen gut verkaufen zu können. Geht es in Wirklichkeit also gar nicht vorrangig um AIDS, Krebs und den Welthunger, wie die Biotechniker behaupten? In München wird derzeit ein neues Genzentrum gebaut, für 84 Millionen Mark Steuergelder. Wer wird den Nutzen haben, von den Patenten profitieren? Der Steuerzahler, Professor Winnacker oder die Firma Höchst, die jährlich rund 1 Million zum Etat zuschießt? Im Bericht des Genzentrums heißt es, der Neubau wird uns hoffentlich auch in den Stand versetzen, die Kontakte mit der Industrie zu intensivieren und die Einrichtung für die uns unterstützenden und uns nahestehenden Industrieunternehmen attraktiv machen, also vor allem für Höchst. Profitiert die Industrie von Patenten des Münchner Genzentrums? Nein, der Rücklauf besteht nicht in irgendwelchen Patenten oder irgendwas. Die sind, glaube ich, noch nie gewesen, sondern der Rücklauf besteht darin, dass wir auch dieses Buch nach den Kollegen schicken und dass wir ein- oder zweimal im Jahr mit den Gruppenleitern und den Studenten ein gemeinsames Meeting machen, wo vorgetragen wird, was hier geschieht. Es gibt sie sehr wohl, die Gegenleistungen. Die Recherche in einer professionellen Datenbank, die sämtliche Anträge an das Europäische Patentamt erfasst, macht klar, warum Ernst Ludwig Winnacker über Patente aus seinem Zentrum ungern spricht. Den Herrn Winnacker E.L. haben wir 14 Mal in der Datenbank und wir können uns jetzt vorab die Titel der Ergebnisse und die Firmen, mit denen er patentiert hat, anzeigen lassen. Und sehen hier eine relativ hohe Anzahl von Patenten, die er zusammen mit der Firma Höchst angemeldet hat. Ernst Ludwig Winnacker und auch einige seiner Kollegen am Genzentrum haben genetische Erfindungen von Höchst oder Höchst-Tochterfirmen zum Patent anmelden lassen. Für Höchst ist das auch nicht ungewöhnlich. Wir haben Verträge weltweit, um das zunächst mal zu sagen. In den USA heißt es, dass wir auf sämtliche Forschungsergebnisse, die in diesem von uns finanzierten Institut anfallen, eine Priorität haben, einen Zugriff haben per Patent. Wir haben darüber hinaus
Forschungskooperationsverträge mit Max-Planck-Instituten, Universitäten und auch den Genzentren unterschiedlicher Art. Und diese unterschiedliche Art kann einerseits einfach sein, dass man Techniken aufgreift, die man dann hier weiterführt. Es kann aber sein, dass dort Projekte durchgeführt werden, die wir überwiegend finanzieren. Und da haben wir dann natürlich auch patentmäßig den Zugriff drauf. Der laufende Etat des Münchner Genzentrums wird überwiegend vom Bundesforschungsministerium bestritten. Wie alle deutschen Professoren kann Ernst Ludwig Winnacker über solche Gelder weitgehend frei verfügen und über Patente nach eigenem Gutdünken bestimmen. Der einflussreiche Genforscher sieht indes keinen Interessenskonflikt, wenn die Industrie von öffentlich finanzierter Genforschung profitiert. Ich denke, dass insgesamt das industrielle Engagement, glaube ich, auch überbewertet wird. Also in Deutschland ist es sicher nicht groß. Das ist im notwendigen Rahmen. In Amerika gibt es sicher manchmal Konflikte von Interesse, weil manche Leute wirklich ihre eigenen Firmen oder sowas haben. Und das kann dann auch, das ist dann auch nicht gut. Sie haben keine Aktien bei einer Genfirma? Nein, ich habe keine Aktien bei einer Genfirma. Vielleicht ist das dumm, dass ich keine habe, aber ich habe keine. Auch keinen Beratervertrag? Beraterverträge habe ich schon mit verschiedenen, allerdings mit verschiedenen Unternehmen. Nicht auch mit Höchst? Auch mit Höchst, aber auch mit anderen. Und dafür bekommen Sie Geld? Dafür bekomme ich dann ein bisschen Geld, ja. Und da sehen Sie keinen Interessenskonflikt mit der Tätigkeit, die Sie hier sonst durchführen? Nein, sehe ich keinen Interessenkonflikt, weil es ja mehrere sind. Das ist ja nicht nur Höchst, das ist ja auch, manchmal werde ich von Böhringer gefragt, manchmal werde ich von Roche gefragt, manchmal werde ich auch sogar vom Staat gefragt über irgendetwas. Müssen Sie sich diese Tätigkeiten eigentlich genehmigen lassen? Die Tätigkeiten muss ich mir genehmigen lassen. Und das tun Sie auch immer? Ja, sicher. Winnackers Berliner Kollege Lothar Wilmitzer, Chef des dortigen Genzentrums, sagt, mir ist es per Vertrag untersagt, Beraterverträge mit Unternehmen abzuschließen. Ich habe noch nie ein Patent angemeldet und als das mit der Gentechnologie anfing, habe ich gedacht, es wäre ganz gut, wenn ich mich von diesen geschäftlichen Nutzungen ein bisschen fernhalte, um mir meine Unabhängigkeit als Professor zu bewahren. Heute nach 10 Jahren frage ich mich, ob ich da nicht einen großen Fehler gemacht habe. Nicht, weil ich kein Geld verdient habe, ich habe ein recht gutes Gehalt als Professor, sondern vielleicht, weil ich vielleicht auch ein bisschen zu jener Haltung beigetragen habe, die eben so eine Wissenschafts- und Wirtschaftsverdrossenheit in unserer Jugend heute sichtbar werden lässt, von der ich schon am Anfang gesagt habe, wenn sie sich ausbreitet, dann wird die Generation unserer Kinder und unserer Enkel unter Umständen erheblichen Schaden davon haben. In den letzten Jahren Köln, Januar 1993. Veranstaltungen wie diese sind Teil einer Kampagne für Gentechnik und gegen ihre staatliche und öffentliche Kontrolle. Industrie und Genforschung haben sich verbrüdert. Gemeinsam schimpfen sie über die Auswüchse deutscher Verwaltungsbürokratie. Nahezu wortgleich ziehen sie gegen die Kritiker zu Felde, beschweren sich über die Skepsis in der Öffentlichkeit. Und immer wieder kommen unverhüllte Drohungen, hier vom Forschungsvorstand der Bayer AG. In Deutschland haben die mangelnde Akzeptanz und die nicht kalkulierbaren Rahmenbedingungen für die gentechnologische Forschung und Produktion zu einer Situation geführt, in der die Wissenschaftler an Hochschulen und Forschungsinstituten zu resignieren begonnen haben. Und es kein verantwortlicher Unternehmer riskieren kann, in gentechnische Produktionsanlagen in diesem Lande zu investieren. Solche Veranstaltungen werden ihren Zweck nicht verfehlen, auf das politische Klima Einfluss zu nehmen. Da wird auch Stimmung und Druck gemacht, damit das Gentechnikgesetz schleunigst abgeschwächt und die Beteiligung der Öffentlichkeit, wie sie bislang galt, gestrichen wird. Denn sonst, so die Initiative Pro Gentechnik der deutschen Chemieindustrie, verspielen wir in Deutschland ein Stück Zukunft. Der Aufruf ist von prominenten Leuten unterschrieben, deren Urteil etwas gilt hierzulande. Von Ernst Ludwig Winnacker, dem Münchner Genforscher, Vizepräsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Berater der Firma Höchst. Von Professor Wolfgang Hilger, dem Chef der Firma Höchst und Präsidenten des Verbandes der Chemischen Industrie. Sogar Professor Karl Lehmann, der katholische Bischof von Mainz und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, wurde für die Kampagne eingespannt. Ebenso wie Hermann Rappe, Vorsitzender der mächtigen Gewerkschaft Chemie, Papier, Keramik.
Wenn sich dieses merkwürdige Interessenskartell durchsetzt, werden in Zukunft weder Freisetzungsversuche mit genmanipulierten Pflanzen noch Experimente mit transgenen Tieren überwacht. Aber wer soll die Herren der Schöpfung dann kontrollieren? Berlin. Sitzung der Genkontrollkommission des Bundesgesundheitsamtes. Schon jetzt wird dieses Gremium von Wissenschaftlern dominiert, die entweder selbst Gentechnik betreiben oder zumindest mit ihr sympathisieren. Die Kommission spricht Empfehlungen aus, welche Versuche in welcher Sicherheitsstufe durchgeführt werden. Entschieden wird bislang allerdings von der Behörde. Das Gremium hat zum Beispiel auch den Freisetzungsversuch von Kommissionsmitglied Lothar Wilmitzer abgesegnet. Sich selbst zu kontrollieren ist für die meisten Genforscher offenbar selbstverständlich. Auch für den ehemaligen Kommissionsvorsitzenden Peter Starlinger. Ja, natürlich. So muss das sein. Genauso wie zum Beispiel die Überwachung eines Jumbo-Piloten nicht von Bürgern betrieben wird, sondern da muss ein anderer Pilot mitfliegen, der guckt, ob er jetzt alle Vorschriften richtig ausführt. Sie haben das sicher mal gelesen, wie das dort aussieht. Genau so ist das und genau so muss das sein. Anspruch und Anmaßung eines deutschen Genforschers. Und wenn sich die Pro-Gentechnik-Lobby aus Forschung, Industrie und Gewerkschaft durchsetzt, dann werden die Voten der Kommission zukünftig sogar rechtsverbindlich. Dann dürfen sich die Wissenschaftler nur noch selber auf die Finger schauen. Es hat sich also da historisch sehr enger Verbund zwischen Wissenschaft und den Kontrolleuren, die selbst aus der Wissenschaft kommen, eingestellt. Und selbstverständlich ist dieser Verbund auch heute nicht willens und in der Lage, wirklich ernsthaft auch Gegenargumente zu bedenken. Das sieht man immer wieder, wie zum Beispiel dann auch Experimente, wo der Antragsteller selbst sagt, er möchte die in die Sicherheitsstufe zum Beispiel 2 eingruppieren, also eine höhere Sicherheitsstufe. Dann die Kommission sagt, ach, das können Sie doch in einer niedrigeren Sicherheitsstufe machen. Und das wird dann begründet, dass man Rechtsgleichheit haben wollte. Die Genforscher haben ihre Unschuld verloren. Sie experimentieren mit dem Erbgut und schielen dabei nach dem Geld. Staatliche Kontrolle und öffentliche Kritik sind da nur lästig. Ob sie das, was sie tun können, auch tun sollten, darüber denken immer weniger von ihnen nach. Wissenschaftlicher Ruhm ist immer ein treibendes Motiv gewesen. Nun kommt möglicherweise auch finanzieller Gewinn hinzu. Hat das nicht einen sehr starken Einfluss auf die Unabhängigkeit der Genforschung? Ich denke, dass die Möglichkeit, mit einer Erfindung Geld zu verdienen, immer unabhängig von welchem Gebiet Sie jetzt sprechen, ob das im Journalismus ist oder ob das in der Wissenschaft ist, immer einen Einfluss auf Entscheidungen haben wird.